morgen. Nein, nichts Witziges. Wir machen mal ein bisschen was Besinnliches heute zur Feier des Tages. Wir sind doch besinnlich, weil es der erste Advent. So, schönen ersten Advent. Das erste Kerzlein brennt. So, und die Weihnachtszeit schreitet voran. Ich war gestern schon im Borstlaufen. Nee, erstmal noch die Ware, immer die Ware. Weihnachtsmarkt in Borsten. Das Kabel kann noch verschwinden und dann kannst du einmal Hallo sagen. Genau, dann sagen wir mal Hallo. So. Hallo, Weihnachtsmarkt in Borsten. Einige von euch haben mich schon gesehen und einige von euch haben auch das schon gesehen, was ich euch hier jetzt zeige. Denn das kam am Freitag ganz frisch und ich konnte das natürlich nicht erwarten. Ich musste es natürlich mitnehmen. Die Weihnachtsmärkte sind eröffnet und die Temperaturen draußen sprechen für sich. Es ist ganz schön schattig. Ne? Ihr braucht ein bisschen was über die Ohren. Ne? Nicht, weil ihr die Weihnachtsklänge nicht hören wollt, sondern... Oh, jetzt fange ich mit Schwarz an. Auch gut. Besser als mit Schwarz aufzuhören, sag ich immer. Ne? Es gibt wunderschöne Stirnbänder in tollen Farben. Hier nochmal in dem Jeans Blau, in Pink, in Grün, in Grau. Oh, das Grün passt aber gar nicht zu mir heute. Ganz anderes Grün. Und ja, und dann habe ich passend dazu gleiche Strickmuster, total schöne Stulpen. Wenn ihr sagt, nee, das reicht ja auch, wenn die Finger vorne rausgucken, so viel brauche ich gar nicht. Oh, jetzt kommt, geht das gar nicht über meine Magic Pearls. Also die Magic Pearls trägt man dann natürlich über den Stulpen. Ne? Natürlich. Das müsst ihr euch jetzt so ein bisschen vorstellen. Kann das hier jetzt in der Kürze der Zeit nicht machen. Also da gucken dann nur vorne diese Fingerspitzen drauf raus, damit ihr euer Handy bedienen könnt. Gibt es auch in dem schönen Pink, in Blau, in Grün und in Orange. Ich glaube, es gab noch mehr Farben. Ich habe doch nicht alles wieder ausgepackt von gestern. Ich bin noch gar nicht wieder richtig auf dem Schiff hier. Außerdem, ihr wisst es schon, der Running Gag. Die Anne kommt ja morgen. Die kann den Rest auspacken. Gut, so, also das ist schon mal... Die arme Liane, das tut mir leid. Aber solltest du mal einen Nachfolger suchen, Mama, ey, dann müssen wir diese Videos auch wieder löschen. Nein, ich habe die Liane ganz lieb und ich bin glücklich, dass sie hier ist. Das möchte ich jetzt mal so anmerken. So, also, und dann gibt es nochmal Handschuhe. Ihr seht sie hier schon liegen. Die haben sogar hier unten so ein verlängertes Teil, dass ihr sie also richtig schön unter die Jacke auch schieben könnt. Und dann klappt ihr sie auf und sagt, Claudia, da war ein kleines Mäuslein drin, da sind Löcher drin. Edge. Angeschmiert. Das sind keine Löcher. Das ist für euer Smartphone. Für den Fingerabdruck mit dem Daumen. Und hier oben nochmal. Das kann man jetzt in dem Ding, das kann man jetzt nicht so sehen, aber es macht. Zeige ich gleich nochmal. Ich habe meine schon in Action.
Ach so. Gefilmt. Naja. Und dann ist hier oben der Finger, damit ihr ordentlich tippeln könnt, damit ihr euch auf dem Weihnachtsmarkt wiederfindet, wenn er etwas größer ist als der in Borstel und in Siedenburg. Gibt ja auch noch andere Weihnachtsmärkte. Aber das sind die wichtigsten in diesem Jahr. Da bin ich nämlich dabei. Und da könnt ihr diese wunderschönen Teile kaufen. Und dann gibt es nochmal neu was Neues. Ihr seht ja, sieht man den hier im Bild, unseren wunderschönen Schal. Diesen riesengroßen Kuschelschal, in den man sich so richtig einmümmeln kann. Ich habe ihn da mal über die Weste gelegt. Ihr könnt es aber unten drunter machen. Man sieht dann wenig Gesicht. Man muss aufpassen, wenn man irgendwie was Warmes isst, dass nicht das meiste davon im Schal landet. Da kann man es sonst auch so tragen. Und dazu passend gibt es Fellhandschuhe. Da kann man keine Schneebälle mitmachen, nein. Aber die sind richtig schön bullewarm. Gibt es hier einen Eingang? Moment, ich muss mal gerade gucken. Hä? Wo ist mir von hinten? So. Also die sind richtig, richtig schön warm. Sind so richtig schöne Teddy-Handschuhe. Richtig, richtig kuschelig. Sind die von innen auch so kuschelig? Die sind von innen mit Vlies gefüttert. Ah, okay. Ne? Ich glaube, sonst könntest du gar nichts anfangen. Alles rutscht alles weg. Die gibt es in dem schönen Creme-Ton, in dem schönen Teddy-Ton, Teddy-Ton. In dem Natur. Passend zu mir heute, in Gucci-Grün und in Pink. Also, wer da nicht mit auffällt, ich weiß es nicht. Geil. Richtig schön toll. Und wer jetzt sagt, ja klar, gestern war der Weihnachtsmarkt. Leute, Mittwoch ist Nikolaustag. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber bei Vondermeden schläft schon seit letzte Woche Montag der Nikolaus im Schaufenster und der wird am Mittwoch geweckt. 16.30 Uhr. Seid pünktlich, kommt mit euren Kiddies vorbei. Es gibt tolle Tröten, gleich wenn ihr kommt. Und damit wird der Nikolaus geweckt aus seinem Tiefschlaf, damit er endlich nicht so rumschnarcht. Voll laut ist es hier. Guckt mal ins Schaufenster, hört es euch an. Er hat sogar seine Stiefel zu gestern Morgen geputzt. Ich war ganz irritiert. Ich bin gestern Morgen am Schaufenster vorbeigegangen, habe ich gedacht, hupsala. Es waren nämlich Kinder hier, die gesagt haben, weißt du, wie dreckig die Stiefel vom Nikolaus sind? Der hatte ja so einen weiten Weg und es war so dreckig, so nass und so schmierig draußen, dass die Stiefel ganz dreckig sind. Gut, da habe ich dann Freitagabend mal gedacht, stellst hier mal ein bisschen Schuhputzzeug hin, mal sehen, was passiert. Und er war wach. Er hat sie nämlich geputzt. Also guckt es euch an, die Schuhe sind geputzt. Ich denke, er ist schon vorbereitet. Ja, und vorbereitet sind auch wir. Queen der Überleitung. Ich mit meinen Überleitungen, ich bin immer wieder begeistert. Es gibt tolle Gutscheine. Und zwar zu Weihnachten und zum Nikolaustag das perfekte Geschenk. Ich habe schon gehört, die kommen richtig gut an. Ein Gutschein von Vondermeden passt in jeden Stiefel und passt immer. Nicht nur zu Nikolaus, auch zu Weihnachten. Und oder zum Wichteln. Und zum Wichteln. Ich habe euch hier mal so eine witzige Geschenkidee fertig gemacht. Wir haben nämlich auch diese coolen, schönen Sterne, diese Filzsterne, die ihr hinlegen könnt, um eure Deko zum Beispiel, die Weihnachtsdeko drauf zu stellen, damit die Tische nicht verschrappen. Und wir haben, nächste Überleitung, auch die tollen Coconuts endlich gekriegt für die schönen Teelichte. Ein ganz tolles Lichtspiel. Hier sind so kleine Löcher drin. Ihr stellt einfach ein Teelicht rein und ihr habt einen wunderschönen Schimmer rund um dieses kleine Teelicht auf dem Tisch oder sogar auf eurem Füllstern. Das passt auch. Wir haben sie noch als kleinen Stern. Und als Herz. Mir fehlen heute Morgen die Worte. Also eine ganz süße Idee, auch was Schönes zum Wichteln, zum Verschenken, richtig toll. Oder um sich selber zu beschenken. Natürlich nicht zu vergessen, ne, unser ganzes Arrangement von Trüffeln. Wir sind komplett aufgefüllt, es ist alles ausgepackt. Und hier gibt es ein neues Muster aus Skandinavien von unseren wunderschönen Mangoschalen. Diese tollen Schalen, die ihr für alles benutzen könnt, die sind mit Melamin beschichtet. Da könnt ihr auch was zu essen reintun oder die Schale als dekoratives Teil nicht unbedingt hinstellen, so wie wir jetzt hoch können, sondern auch mal so auf den Tisch stellen. Ein absoluter Wow-Effekt, ein wunderschönes neues Muster.
Und nicht vergessen, wir haben auch noch unsere Weihnachtskugeln, die habe ich euch aber schon gezeigt. Mit Säckchen für die Stiefel. Mit den dicken Socken für die dicken Stiefel. Und es gibt ganz neu unsere tollen Flaschenöffner, die kommen schon super an. Wir haben sie an der Kasse liegen, die nimmt fast jeder mit. Das ist ein Flaschenöffner, ein Magnet und ein Untersetzer. 3 in 1. Extra für die Herren, 3 in 1. Und natürlich, last but not least, nicht zu vergessen, unsere Männersache, die auch immer in jeden Schuh reinpasst und die jedem schmecken. Ja, das war es für heute. Genießt den ersten Advent, lasst es euch gut gehen, passt auf, dass eure Kerzen vernünftig abbrennen und wir sehen uns. Und vergesst nicht, Nikolaustag und nächste Woche Weihnachtsmarkt in Siedenburg. Bis dahin, ciao!